Hey, schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch gerne ein paar Leute vorstellen. Das hier ist der Jona. Hallo. Das ist die Silke und die Lena. Das sind die kleinen Brüder von dem Jona. Und das ist der Papa von dem Jona. Und wir machen heute zusammen was. Wir spielen nämlich mit der Lena. Und wir wollen mal so ein bisschen hören, wie lebt die Lena hier? Was gefällt ihr? Was macht sie gerne? Und wir wollen uns ein bisschen informieren, was braucht ein Hund, damit er glücklich in der Familie ist. Jona, schmeiß mal den Ball runter. Ich habe hier noch ein anderes Bällchen, Jona. Guck mal, spielst du auch gerne mit dem? Ja, ja? Sie auch gerne, das springt sie gerne hoch. Okay, was spielst du so immer mit der Lena? Fußball oder auf der Wiese Frisbee. Okay, und wie viel, wie oft? Eine halbe Stunde, ja? Bis sie schlapp ist. Okay. Und du, wer macht zuerst schlapp? Wärst du erst müde, Lena oder du? Lena. Lena? Du hast mehr Power. Ja. Wie lange ist denn die Lena jetzt schon bei euch in der Familie? 7 Monate. Ja, also noch ein junger Hund. Ja. So wie du auch. Ja. Ein junger, ja. junger Kerl, ja. Bist, ne? Ja. Als ihr euch überlegt habt, einen Hund in die Familie zu integrieren, zu adoptieren, was waren da so für Gedanken für euch wichtig? Was muss man da vorher überlegen? Also für uns war zum einen wichtig so das Alter der Kinder, dass sie nicht mehr so ganz klein sind, sondern schon ein bisschen größer sind. Die Rasse natürlich und ganz wichtig, ob wir genügend Zeit für den Hund auch haben. Kann man das in Stunden rechnen? In Stunden? Also wir haben natürlich den Vorteil, ganz klar, dass die Kinder schon an sich mit ihr gerne spielen wollen. Das nutzt sie auch immer gerne voll aus. Aber natürlich gehört auch Gassigehen dazu, was dann schon ich in der Regel mache oder mein Mann halt, wo wir aber dann auch gerne die Kinder natürlich mitnehmen. Aber auch das sind am Tag dann schon so 2 Stunden. Und man muss ja auch überlegen, wie alt wird so ein Hund? Das ist ja eine Verantwortung, die man für mehrere Jahre übernimmt. Wie alt kann die Lena werden ungefähr? Also bis zu 10 bis 15 Jahre alt. Ja, dann rechnen wir mal. Du bist jetzt? 10. 10. Und sagen wir mal, die Lena, wie alt bist du, wenn die Lena 12 ist? 22. Mhm. Da bist du schon mit der Schule fertig. Ja. Da hast du vielleicht eine Ausbildung oder bist am Studieren. Das ist schon ganz schön lange, ne? Komm her, komm! Komm her! Ja, fein! Fein gemacht! Warum ist es so wichtig, dass ein Hund hört und auch gehorcht? Ja, mir ist es einfach wichtig, wenn wir anderswo sind, unter Menschen sind oder halt gerade auch im Straßenverkehr, wo es ja auch gefährlich sein kann, dass sie einfach gehorcht, bei mir bleibt oder eben da bleibt, wo ich sie gerade platziert habe. Kann man denn so einen Hund den ganzen Tag alleine zu Hause in der Wohnung lassen? Also den ganzen Tag kann man ihn natürlich nicht alleine lassen, weil der muss ja auch mal Pipi machen oder sein Geschäft erledigen. Das heißt, man kann ihm schon daran gewöhnen, dass er auch mal eine gewisse Zeit alleine bleibt. Das muss er ja sogar auch mal lernen auch. Aber sein Geschäft muss er dann auch mal erledigen. Also nach ein paar Stunden muss er dann schon mal wieder rausgelassen werden. Alles klar, dann stellst du mal der Lena die Schüssel hin. Soll ich sie halten, während du hier runter springst? Ja. So, hier. Lecker.